Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen! Wir reden hier über einen Missstand, der im Jahr 29 seit der Wiedervereinigung immer noch überproportional viele Westdeutsche in beamteten Spitzenpositionen sieht. Zu Recht weist der Antrag der Linken auf Artikel 36 des Grundgesetzes und den Grundsatz der proportionalen föderalen Parität hin. Was Sie aber nicht verstanden haben von den Linken, bei diesem Grundsatz geht es eben gerade nicht um festgeschriebene Zahlen, Frau Teuteberg hat schon darauf hingewiesen, sondern um den der deutschen Seele innewohnenden Föderalismus und der Gleichwertigkeit der deutschen Landsmannschaften. Denn diese prägen seit Jahrhunderten unser Land und unsere Kultur. Es geht um Gerechtigkeit und nicht um Quoten. Quoten schaffen keine Gerechtigkeit. Quoten binden Entscheidungen jenseits von wichtigen Kriterien wie Eignung und Befähigung. Und wohin das führt, kann man ja sehr gut an den Fraktionen auf der linken Seite dieses Hauses erblicken. Quoten, meine Damen und Herren, sind undemokratisch. Quoten führen zur Abgrenzung, zu Streit, zu Neid und schließlich zu Hass. Quoten sind das Mittel, mit dem man wieder heute einen unsäglichen Klassenkampf in Form eines Geschlechterkampfes geführt wird. Quoten sind kein Heilmittel, sondern eine selbstverschuldete Krankheit, an dem unser Land akut leidet. Nein, meine Damen und Herren, was wir von der AfD mit unserem Antrag erreichen wollen, ist die Stärkung des föderalen Grundgedankens, eine gleichwertige Verteilung der Teilhabe in der Gestaltung und Verwaltung Deutschlands. Und genau das meint nämlich Artikel 36 Grundgesetz. Föderale Parität erreichen wir aber nicht durch Quoten-Ossis. Wir erreichen sie durch eine sinnvolle Ansiedlung und Verlagerung von Bundesbehörden in die ja nicht mehr ganz so neuen Bundesländer. Und Herr Hirte, Sie haben auf die Föderalismuskommission 1992 hingewiesen. Ich finde es sehr beschämend, dass wir, mein Kollege hat es vorhin ausgeführt, dass wir immer noch 90% der Bundesbehörden im Westen haben. Seit 1992, ich habe mal nachgesehen, Sie waren sechsmal, in sechs Legislaturen waren Sie beteiligt. Jetzt protzen Sie hiermit, ja, jetzt werden wir es aber tun, im letzten Jahr haben wir mehr geschafft als die anderen Legislaturen vorher. Wer soll Ihnen denn das noch abnehmen? Ich werde Ihnen das im nächsten Wahlkampf aufs Brot schmieren, wenn es nämlich wieder um die Förderung der ländlichen Räume geht. Da werden wir Sie daran messen, wie viel der Bundesbehörden tatsächlich in den neuen Bundesländern angesiedelt worden sind. Meine Damen und Herren, Staatsverwaltung vor Ort schafft Identifikation mit eigenen Staatswesen. Das ist gerade auch im Osten unseres Landes wichtig. Denn, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Herr Gysi hat vorhin darauf hingewiesen, es sind noch einige Schritte zu nehmen, um die innere Sicherheit und um die innere Einheit unseres Landes zu vollenden. Wenn der Staat Legitimation beanspruchen will, dann muss er eben auch in der Fläche sichtbar sein. Und er hörte eben nicht nur in den großen Städten, in Halle und Leipzig. Meine Kollegin Müller hat es eben gerade gesagt. Strukturpolitik heißt doch, dass Bundesbehörden vielleicht auch in Mittelstädten angesiedelt werden können. In mittelgroßen Städten, 60.000, 50.000 Einwohner, da gehören Bundesbehörden hin. Denn dort können Ankerzentren entstehen, die nachhaltig zur Wiederbelebung oder mindestens zur Stabilisierung der ländlichen Räume beitragen können. Dass gerade vom Heimatministerium, dass dem Heimatministerium unterstehende neue Zentrale für Informationstechnik und Sicherheitsbereich wurde ja kürzlich in München angesiedelt. Ich glaube, das ist gerade ein falsches Zeichen dafür. Unser Antrag ist ein Beitrag zu mehr föderaler Parität, zu mehr Gerechtigkeit. Der Antrag der Linken ist dies mit Sicherheit nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.